Hallo und herzliches Willkommen hier auf meinem Kanal. Mein Name ist Maxel Gaming, ihr wisst, wer ich bin. Ich mache die vielen Videos. Hahaha. Naja, zum Thema, wir spielen heute The Elder Scrolls Online mit mir. Und mit Maxel ist auch wieder dabei, yay! Ja, Maxel ist auch wieder dabei. Wir freuen uns total auf endlich neue Folgen von The Elder Scrolls. Deswegen machen wir direkt weiter. Ach, und noch eins. Wir machen Star Wars auch weiter. Nur es kommt ein Wechsel. Ha. So, und danke für die 1000 Aufrufe. Das war, ist echt geil von euch. Dankeschön. So, jetzt machen wir aber weiter. So lange ist es her. Ich weiß nicht genau, was ich machen muss. Deswegen gehen wir jetzt erstmal in Ruhe und in Gelassenheit die zwei Quests hier suchen, die jetzt weg sind. Deswegen gehen wir wieder hier rein. So, hier sind sie wieder. Deswegen suchen wir die mal eben. Hallo, weißt du, wo die sind? Hallo? Hallo, weißt du, wo meine Quest ist? Ich suche hier nämlich Leute, mit denen ich reden kann. Du weißt bestimmt, wo wir hier sind, oder? Nee, du auch nicht. Ich bin ein bisschen verwirrt. Wo muss ich hin? Was steht denn da? Tiefer. Ja, dann gehen wir mal tiefer eben. Ich habe keine Ahnung, wo die sind. Jetzt sind sie wieder weg. Und tiefer geht hier noch. Deswegen springen wir hier einfach runter, wenn es geht. So, jetzt gehen wir hier rein. Hallo, Wache. Wo geht man denn hier rein? Hier. Nee, hier. Nee, hier ist auch zu. Gut, gehen wir jetzt erstmal die Aufgaben machen, die wir so haben hier. Weil wir auch nicht wissen genau, wo alles ist. Und deswegen suchen wir die erstmal. Wir gehen jetzt einfach erstmal hier rein. Ah, hier sind wir sogar richtig. Sehr schön. Hallo, Nara. Ich weiß nicht mehr, was ist geschehen? Konntet ihr ihn aufhalten? Ah, mit den Forschungsnotizen. Es ist mir gelungen, Dubdil Dala Alar aufzuhalten und seine Forschungsnotizen einzusammeln. Ich bin dankbar, dass wir diese Angelegenheit friedlich regeln konnten. Ich werde sofort mit meiner Untersuchung seiner Notizen beginnen. Ich bin mir sicher, irgendeinen Hinweis darauf zu finden, wie er überhaupt an dieses Wissen gekommen ist. Du bist eine sehr hübsche Dunkelelfe, muss ich echt sagen. Okay, Quest abschließen. Dankeschön. So, was haben wir denn da Schönes? Ja, alles einsammeln. Ich habe keinen Platz mehr. Gut. Was ist das hier? Okay. Vielleicht sollten wir erstmal ein bisschen was wegmachen. So, Wache des Hauses. Wir müssen hier irgendwie wieder raus. Mein Gott. Alles so verzwickt hier. Ich weiß gar nicht, wohin. Ja, ich gehe da einfach raus. Und jetzt gehen wir erstmal. Wo müssen wir hin? Freund in Not? Oh, da hinten. Okay, da gehen wir direkt hin. Erstmal die ganzen Aufgaben abgeben, die wir gemacht haben. Wir gehen mal in die Taverne hier rein. Vielleicht ist ja eine Quest hier drin. Nö. Dann gehen wir wieder raus. Dann tut das auch nichts zur Sache. Ich weiß den Weg einfach nicht. Wohin? Okay, ich weiß wohin. Ach, ist auch wieder schön hier zu sein. Schöne Musik. So, wir gehen jetzt einfach wieder hier runter. Ich spring einfach runter. Jo, wir sind gut runtergekommen. Oh, da ist wieder eine Quest. Die können wir gleich annehmen. Was ist das? Das ist Handwerk. Ne, das müssen wir nicht unbedingt machen. Nö, da sind auch noch ganz viele Handwerker. Aber wir suchen erstmal Freunde in Not. Hier, hi. Hattet ihr Glück dabei, Bulak Idolus aufzuspüren? Hier, ich habe euer Schlüssel und die Besitzurkunde. Gut, aber ihr solltet die behalten. Ich glaube, es wäre äußerst passend, wenn ihr das Zimmer übernehmt. Betrachtet es als Entschädigung für eure Mühen.
Dankeschön. Na gut, das Zimmer gehört nun also mir? Beinahe. Bevor ich es euch überschreibe, möchte ich sicher gehen, dass ihr es auch entsprechend einrichtet. Natürlich möchte ich damit nicht sagen, dass ihr dort einen Skoma-Handel eröffnen sollt. Lüge, das wird mir nie im Traum einfallen. Hervorragend. Ich markiere euch die Adresse gewesen. Auf eurer Karte. Trefft mich dort, sobald ihr ein paar Möbel beschafft habt. Dann machen wir die Sache offiziell. Gut, ich werde ein paar Möbel besorgen und euch dann dort treffen. Trefft mich beim Zimmer, sobald ihr ein paar Möbel besorgt habt. Ja, woher bekomme ich die Möbel? Manche Händler verkaufen Möbel. Versucht es dort, wenn ihr etwas aus der Grundausstattung braucht. Vielleicht kriegt ihr bei den Gildenhändlern auch bessere Preise, was Qualitätsmöbel anbelangt. Falls ihr die Zeit und das Geschick habt, könnt ihr sicher auch selbst welche fertigen. Oh, das ist aber cool. Naja, wir machen jetzt erstmal... Nee, das sind die Handwerk-Quests. Nee, die müssen wir nicht unbedingt machen. Der Rote Berg? Oh, der... Nee, ich möchte auch nicht mit dir reden. Ich möchte nämlich hier hin. Und hier mal ein bisschen was verwerten. Was bedeutet das? Das können wir alles wegmachen. Das auch. Den auch. Einfach mal alles wegmachen. Und Junior Gild. Naja, gut. Da ist der Schneider. Gehen wir zum Schneider. So, was haben wir denn hier? Hier haben wir jede Menge Müll. Ist das mittlere Rüstung? Ja, da müssen wir die. Müssen gucken, was besser ist als unsere, die wir anhaben. Charakter. Oh, wir können noch ein paar Level hier mal ein bisschen auf Ausdauer. Punkte einsetzen. Sehr schön. Hier haben wir nämlich nichts mehr. Ich möchte gerne auf mein Inventar. Jo, das ist richtig. So, jetzt haben wir hier einige Sachen. So, jetzt müssen wir eben gucken. Was ist mit dem Helm hier? Oh, da haben wir einen sehr guten. Da haben wir einen sehr guten. Ich glaube, die ganzen Rüstungen, die hier drin sind, die können wir ruhig wegmachen. Aber wir können ja auch analysieren, ne? Ist mir gerade so aufgefallen. Na, jetzt habe ich alles weggemacht. Schade. Na, egal. Dann machen wir erstmal alles weg. So, was haben wir denn noch so? Hier, veredeln. Ja, machen wir mal. Machen wir. Oh, hier haben wir auch noch was. Und hier haben wir auch noch einiges. So, das können wir auch schon wegmachen. So, Leute, jetzt müssen wir mal eben gucken. Hier ist einiges an Leuten los. Aber das Spiel hat sich mal wieder ein bisschen eingefunden, glaube ich. Das war mal schlimmer mit der FPS-Zahl bei mir. Sehr schön. Hallo, kann mir jemand sagen, wo die Schmiede ist? Hallo. Weißt du, wo die Schmiede ist, mein großer Freund? Habt ihr gefunden? Na, erstmal alles veredeln und dann verwerten. So, die Schwellenrüstung brauchen wir eh nicht. Mal alle wegmachen. Die leider auch. So, gut. Dann. Die nehmen wir ja nicht an. Und dann suchen wir uns mal. So, kauft Möbel. Geht zum Häuserausstatter. Wo ist denn der Möbelausstatter, wenn ich fragen darf? Ach, wir gehen einfach dahin. Komm. Vielleicht, ist er ja da. Oh nein. Jetzt sind wir hier runtergefallen. Jetzt muss ich wieder hochlaufen, Mann. Mensch, ich war jetzt fast einen Monat nicht da und das ist immer noch nicht fertig. Nee. Ich habe mal eine kleine Pause mir gegönnt hier. Von den ganzen Leuten hier. Ja, muss mal eine kleine Pause einlegen. So. Sind wir hier richtig? Wir gehen jetzt einfach hier rein. Ich weiß jetzt nicht, ob das hier richtig ist. Aber wir versuchen es. Oh, nee, da. Oh, wow, jetzt ist es sogar richtig. Oh, hi, Hund. Oh, süßer kleiner Hund. So, wo kann ich denn jetzt hier Sachen kaufen? Oh, hier sind auch wieder Quests. Wir müssen mal eben hier... Na, hier oben. Bist du ein Möbelausstatter? Oh ja, hi. Braucht ihr etwas Besonderes?
ganz schön teuer, nee. Nee, wir brauchen... Was nehmen wir? Wir haben ja schon cooles Holzchen. Ein Teetisch. Nehmen wir einen Teetisch. Nehmen wir noch das hier. Dann nehmen wir so eine schöne Kiste noch. So, mehr hast du nicht. Schade. Oh, da. Fertigungsausstatterin. Namen sind wie Namen. Das. Oh. Ja, gut, das ist mir zu teuer. Was hast du? Ich habe nur um. Errungenschaften. Zeug. Oh, auch viel zu teuer alles. Was hast du? Ja. Jo, so viel Geld habe ich gar nicht, Leute. Naja, egal. So. Wir gehen jetzt einfach zu den. Ich will jetzt zu den anderen Quests hier gehen. Was ist? Nix. Wird Stress oder was? Ich töte dich. Ich komme ein wenig durcheinander. Ich weiß nicht, wohin. Weißt du, wohin? Warum? Ich komme hier ein wenig durcheinander. Aber ist ja auch nicht so schlimm. Nee. Wir laufen jetzt einfach wieder raus hier. Keine Ahnung. So. Und jetzt gehen wir hier rein. Und jetzt gehen wir... zu ihm. Hi, Leute. Hier ist alles ein bisschen verzwickt. Meinst du, ich finde irgendwann mal die Wohnung hier? Dann habt ihr also ein paar Möbel? Wunderbar. Sollen wir die Übergabe nun abschließen? Befreit von der Sorge ums Koma-Handel? Ja, ich hab, worum ihr gebeten habt. Ich bin bereit, mein neues Zuhause in Besitz zu nehmen. Dann lasst mich euch zu eurem neuen Eigenheim gratulieren. Danke. Manche mögen es für bescheiden halten, doch ich sage lieber, dass es gemütlich ist. Das war dann schon alles? Ja, es gehört ganz euch. Benutzung auf eigene Gefahr. Wenn ihr... schon gut. Quest abschließen. So, dankeschön. Jetzt gehen wir mal rein. Schauen wir uns mal an, was hier so drin ist. Ah, das sieht aber ganz schön aus. Vielleicht hätten wir uns da nicht so eine große Wohnung kaufen sollen. Naja, das wisst ihr ja alle noch gar nicht. Die Geschichte fängt ja erst richtig an, ne? So, kleiner Ladebildschirm. So. Bestätigen. So, gut. Schauen wir uns mal an, was wir so für schöne Sachen hier haben. Übersicht. Oh, wir haben... Okay. Platzieren. So, schön hier in die Ecke machen wir das. So, was haben wir noch? Wohnzimmer. Ein Teetischchen. Jo, den platzieren wir natürlich auch. Und zwar hier in der Ecke. So, was haben wir noch? Ein Hund. Ja, wir können unseren Hund mal hier hin tun. So. James, du bist da. So, gut. Dann haben wir hier noch. Komm, machen wir direkt auch mal. Platzieren wir hier hin. Sehr schön. Das sind irgendwelche Sachen, die ich mal irgendwann freigeschaltet habe. Sehr schön. Was haben wir noch? Holzklotz. Den können wir hier draufstellen, oder? Mein Gott, bin ich ein guter Zimmereinrichter, ey. So schönes Zimmer. So, das ist unser Zimmer. Sehr schön. Sehr schön finde ich das hier. Das ist mein neues Zuhause. Nur ich finde es wahrscheinlich nicht. Ist auch nicht so schlimm. Weil wir werden hier eh nie wieder hinfinden. Deswegen machen wir einfach die Sachen da schön rein. Oh, wo bleibt meine Gitarre? Ich möchte gerne singen. Kannst du deine Waffe bitte wegstecken? Dankeschön. So, wo gehen wir jetzt hin? Erstmal hier wieder raus, ne? So, ich weiß ja auch nicht, wo die anderen scheiß Quests sind hier. Wahrscheinlich hier drin, oder? Wir gehen jetzt einfach mal hier rein. Stimmt von der Gilde. Ah ne, jetzt gehe ich wieder raus. Ach Mist. Na egal, so. Ne, nicht egal. So, hier ist dir nichts mehr egal. Wir suchen das jetzt.
Der müsste ja hier irgendwo sein. So, Kriegergilde, gehen wir jetzt einfach mal rein. Und hier sind wir sogar richtig. Oh ne, die möchte ich aber nicht ansprechen. Aber den da hinten, der ist hier unten bestimmt, oder? Jo, da müssen wir einmal hier ganz runter. Ja, schönes Buch. So, eine Magiergilde ist der. So, dann müssen wir da hoch. Und dann, ah, da bist du ja schon. Hi. Hast du was für mich? Es gibt noch vieles, was ich euch beibringen kann. Oh, nee, Zertifikate brauche ich nicht. Ich bin kein Schmied, ich bin Krieger. Oh, da singt jemand. Okay, ich bin rausgekommen und da singt keiner mehr. Gut, hat sich wahrscheinlich von mir erschrocken. Aber so hässlich bin ich doch gar nicht. Warum? So, Außenbereich. So, jetzt müssen wir uns gucken. M. Müssen wir uns. Wo machen wir uns das auf dem Weg? So, hier sind einige Sachen. Vielleicht machen wir uns erstmal zu dem Buch auf dem Weg. Einfach so. Gehen wir jetzt mal hier runter. Oder? Nee, warte. Doch, gehen wir erstmal hier runter. Schön. Au, au, au. Wir haben ja auch ein Reittier. Das benutzen wir jetzt mal häufiger. Weil dann kommen wir auch schneller voran. Und das freut uns ja alle, wenn wir mal ein bisschen schneller vorankommen. Aber natürlich werden wir wie immer, ihr kennt mich, alles schön erforschen. Immer schön alles langsam und gemütlich erforschen. Weil ich das nämlich mag eigentlich. Ne? Was willst du denn? Willst du Stress? Komm her. Ich bin nämlich stärker als du. Boom. So schnell wieder aufs Pferd drauf. Also auf meinen Bären. Jo, ich hab einen Bären. Passt der nämlich zu mir. Solange ihr mich nicht angreift, tue ich euch nichts. Ich möchte nämlich zu meinem Buch. Ich bin nämlich so ein Bücherwurm und der möchte gern die Bücher lesen. Wow, und dahin will ich jetzt gleich. So, gehen wir erstmal dahin müssen wir. Warte, wir müssen hier hin. Irgendwo in der Pampa sind wir. Ist ja auch nicht so schlimm. Ist anders so schlimm, ne? So, mein Pferd muss jetzt absteigen. Tschüsschen, Pferdchen. Tschüss, Bärchen, meine ich. Wir gehen nämlich auf Büchersuche. Oh, ein Totenschädel. Ist hier ein Schatz? Da ist das Buch. Oh, nehmen wir das direkt. Sehr schön. Spaß und Profit am Kawama-Bergbau. So, da machen wir uns jetzt auf den Weg.